Das, netter Hintern. Netter Lego-Hintern. Das hat ja eigentlich schon was zu bedeuten, ne? Wenn man schon 20 Stunden an einem Spiel spielt, das jetzt nicht unbedingt ein Rollenspiel ist, die ja sowieso immer ein bisschen länger ausfallen, und hat es noch nicht geschafft, das Spiel einmal durchzuspielen, dann, also ist das jetzt blau, rot, gelb, weil das so die Reihenfolge ist, oder ist es rot, gelb, blau, weil... Achso, nee, das ist blau, rot, gelb. Und dann geht auch der Schalter, aber da vorne war noch... Da war noch was für den Joker. Joker. Das Karussell eingeschaltet, schön. Bringt mir das was? Weiß ich nicht, aber da geht's noch eine Treppe hoch. Ich habe so viel Zeug hier vergessen, das ist ja unfassbar. Ach, Joker. Gut, dann nehmen wir halt Harley Quinn. Ich kann da raufspringen, das geht ein bisschen schneller. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Eismaschine oder sowas. Ja, über die verschiedenen Lego-Bausteine habe ich mich das letzte Mal ja schon ausgelassen. Was schieße ich denn hier alles kaputt? Das ist ja... Achso, die Lampen. So, die Entchen machen wir auch noch kaputt. Darunter kann ich jetzt nicht. Das bringt mir nicht viel. Denn, soweit ich weiß, kann Harley Quinn nicht tauchen. Da bräuchte ich Killer Croc oder Robin. Die habe ich beide nicht. So, was haben wir denn hier noch so alles rumliegen? Ansonsten nichts, wenn ich das so richtig sehe. Dann machen wir hier mal den Schalter. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, bei Faster Than Light. Oh, ist das schon der Boss? Naja. Dann ging das doch ziemlich fix hier, hm? So, dann prügeln wir erstmal hier auf den Freund ein. So, jetzt verzieht er sich nämlich. Und dann kann ich hier ausprobieren, was ich machen kann. Jetzt ist er da oben. Okay. Ich nehme zuerst mal den Joker. Ah, Verstärkung. Ich nehme zuerst mal den Joker und schalte hier den Kran ein. Ob mir das was bringt, weiß ich nicht. So, aber zunächst wollte ich hier sowieso ein bisschen Chaos anrichten, hier, was man so alles kaputt machen kann. Mal sehen. Sieht jetzt nicht besonders viel aus. Was ist in diesem Planwagen? Ist bestimmt was drin. Hab ich gedacht, war leider falsch. So, kaputt machen kann man hier unten anscheinend nichts bis ganz wenig. Deswegen machen wir erstmal hier die Polizisten weg. Und hüpfen dann mal hier in den Kran rein. Kann ich denn hier in den Kran rein? Ja, kann ich. Wenn ich dann... So. Was mache ich denn jetzt? Drücke B, um etwas zu greifen. Ich will das Auto greifen. Nicht. Gut, dann will ich Commissioner Gordon greifen. Und auch nicht, dann will ich da greifen. Also wenn ich da jetzt gegriffen habe und lass das mal hier drauf fallen. Ach, das war... Ah, Sprengestoff. Schön. Bringt mir das auch was, oder... Naja, vielleicht, wenn ich hier alles zerbombe. Das war zu weit. Das war zu weit. Ich hätte gern dann doch... Der Kran steuert sich ziemlich doof. So, ich lasse das mal hier fallen. Mit ganz außen. In der Hoffnung, dass es diesen Teddybär zerstört. Das hat es ja auch getan. So, jetzt hier noch ein paar zermürben. Dann können wir es nochmal probieren hier mit dem Kran. Ne, das hat besser geklappt. Und dann schmeißen wir das hier ab. Ich wechsle gleich schon mal zu Harvey. Harley. Harvey war jemand anderes. Da kommt unser Commissioner auch. Und geht schon wieder. Schön. Hat ja nicht lange gedauert, hier das Gastspielen. Da kommt der nächste Transporter. Den mache ich auch gleich kaputt. Den weg. Den weg. Das hat sie mir nicht mit, wenn ich es auch erwisch. So, einmal zugreifen. Ne, das war daneben. Das war
schon wieder zu weit. Der lässt sich ziemlich seltsam steuern. Ja, einmal. Oh, das hat schon gereicht. Gut, dann eben nur eine. Dann war die zweite Bombe, die ich da vorhin gelegt habe, die war dann wohl nicht nah genug an dem Transport. Da war ich nicht nah genug am Transporter dran, wollte ich sagen, aber die Cutscene hat mich mal wieder unterbrochen. So, Level abgeschlossen. Das erste Level ging doch eigentlich ganz fix. Da werden die anderen vier vermutlich ähnlich schnell gehen. Wir bekommen neue Charaktere. Zum einen Harley Quinn und den Joker, klar. Die Lücken schließen sich. Sind immer viele. Den Superschurken lassen wir auch durchlaufen. Ich möchte mal sehen, ob das ein Fehler allgemein vom Spiel ist oder ob das nur irgendwie mich nicht leiden kann. Denn, ja, wie wir sehen, sehen wir beim Superschurken-Kit nichts. Ich glaube, das ist ein Fehler im Spiel. Steine gesamt konnten wir erhöhen. Das ist sehr schön. Mittlerweile könnten wir uns wieder Bruce Wayne kaufen. Wie viele Minikits haben wir denn gesammelt? Zwei. Okay. Naja, gut, beim ersten Durchlauf, ohne jetzt danach zu suchen, sollte das ganz gut hinhauen. Story fortsetzen. Wann wird dieser elendige Cape-Träger endlich lernen zu lächeln? Nichts geht über einen Nachtflug durch die Stadt. Findest du nicht auch, Scarecrow? So viele Steine in Batmans Weg, das macht mich ganz wuschig. Naja, unter wuschig verstehe ich was anderes. Okay, ein Fluglevel. Huch. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Doppeldecker nehmen soll oder dann doch lieber was anderes. Den Helikopter. Ich glaube, ich nehme den Helikopter. Der ist ein bisschen wendiger. So, hier brauchen wir vermutlich mal irgendwas wie den Batwing oder den Hubschrauber von Robin. Deswegen werde ich mich da jetzt nicht drum kümmern. Nicht so stark, sagen wir mal so. Sondern hier erstmal alles andere zerschießen. Hui. So, okay. Also hier haben wir jetzt schon mal alles zerballert. Und da brauchen wir schweres Gerät dafür, denke ich mal. Und das schwere Gerät kriegen wir wohl hier. Ja, der Helikopter von Joker kann wohl so ähnlich wie der Helikopter von Robin ein paar Sachen transportieren. So, kann ich das untere Teil jetzt auch noch zerstören? Oder ich hole mir mal noch so eine Mine. Ja. Ich könnte ja mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist, was ich mit einer Mine zerstören muss. Aber das sieht nicht danach aus. Jetzt ist die Mine weg. Schade. Kommt da keine neue mehr? Nö, jetzt sagen wir nicht, ich muss die Mine suchen gehen hier hinten irgendwo. Die ist weg. Ich will eine neue. Danke. Vielleicht kann ich ja das da reinsteuern. Hm, kann ich nicht. Okay. Dann lasse ich das an dieser Stelle sein. Ich möchte nicht unnötig Zeit verschwenden. Oh, oh, das ging tatsächlich. Ach nö. Selbstschussanlagen. Habe ich jetzt... Ach, jetzt habe ich die Mine nicht mehr. Mann, diese Cutscenes. Und jetzt ist es... Da kommt die nächste. Gut, okay. Gut, ich wollte mich schon beschweren, dass da keine mehr kommt. So. Nein. Nein, nein, nein. Du sollst da reinfliegen. So. Hey, es hat mal gar nichts gebracht. Schön. Naja. Kann ja nicht alles irgendwie mir einen Vorteil bringen. Was waren das jetzt? 2 von 10 oder sowas? Muss ich da 10 Sachen zerschießen? Ehe ich
meine Belohnung bekommen? Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall kann man hier jede Menge Sachen zerballern. Lüftungsschächte, um ganz genau zu sein. Ventilatoren, um noch genauer zu sein. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. 3 von 10. Ja, ich muss von diesen Wassertanks, nicht Wassertanks, von diesen Wasserbehälter, ja, Tankbehälter sollte ja eigentlich dasselbe sein. So, da kann ich mich anhängen. Und kann das umwerfen, schön. Dann kriege ich den ersten Bad-Container für dieses Level. 4 von 10. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Mit dem Hubschrauber wohl nicht mehr. Deswegen zerschießen wir jetzt erstmal noch hier alles, was geht. Das Flugzeug ist dann schon ein bisschen schneller, das muss man schon sagen. Allerdings halt nicht so wendig wie der Hubschrauber. Huch. Ah ja, Raketen. Damit kann man bestimmt genau das da zerstören. Und das macht uns dann den Weg frei. Ist quasi wie eine Bank, ne? Die spezielle Bank. Die kennt ihr alle. Wir machen den Weg frei und so. Ich sag jetzt hier keine Namen. Ich möchte keine Werbung machen. Nicht, dass diese Bank mich dann anschreibt und sagt, hey, du hast da Werbung für uns gemacht. Wir wollen Geld sehen. Ich kann mir das ja so schon nicht leisten. Geh mal kaputt. Die schießt ganz schön unkoordiniert hier rum. Ach so, das ist quasi ihr Treffergedönse. Ich nehme mal lieber noch eine mit. Geht die dann ganz kaputt, wenn ich sie zerstört habe? Oder lässt sich ja immer wieder treffen. Ich will mal sehen, ob ich die zerschießen kann, komplett zerschießen kann. Miau. Ja. Noch ein Treffer. Wie viele Treffer macht die denn mit? So, jetzt müsste sie eigentlich wieder auf Standard sein. Irgendwann muss sie doch mal kaputt gehen. Kann doch nicht sein, dass sie mir immer nur Geld gibt und ansonsten nichts. Ich meine, ich fände das toll, dann könnte ich mich später irgendwann, falls ich mal Geldsorgen habe, könnte ich mich hier herstellen und immer wieder Geld holen. Kann ich jetzt mit dem hier vielleicht irgendwie was machen? Nö. Ich bekomme einfach nur Geld dafür, dass ich die abschieße. Aber mehr passiert dann hier nicht. Dann fliege ich einfach weiter, das ist mir zu blöd. So, ich nehme nochmal einen Hubschrauber. Wie gesagt, der Hubschrauber ist dann doch ein bisschen wendiger. Fällt mir dann ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Aber es macht nichts. Zuerst wird hier aufgenommen. Und noch was, das man zerschießen kann. 1 von 5 jetzt hier schon. Gestern habe ich gedacht, ja, mach mal wieder was Neues. Probier's mal was Neues aus. So zum Essen, zum Kochen. Und das sollte dann... Das sollte dann eine Radieschencreme werden. Gestern war es ja auch nicht so heiß, zumindest hier in der Region nicht. Da habe ich euch gerade eben ja schon erzählt, da laufe ich zur Hochform auf, was so Hausarbeiten sowas angeht. Du hast noch Raketen. Und ja, es war dann auch gestern so. Da habe ich dann direkt mal die Radieschencreme ausprobiert und ist ganz witzig, man sollte diese Radieschen dann mit einem Pürierstab zerkleinern.